Ist das ein Löwe? Ich weiß nicht, der fragt mich gerade alles. Das ist ein Labyrinth. Das ist aber auch ein Labyrinth. Da kann man Sachen hinterfragen. Zum Beispiel auch, was das da ist. Ein Löwe. Ein Dings. Ein. Hier liegt sehr viel Geld. Ich muss es haben. Okay, ich kann da rüber springen. Wahrscheinlich noch nicht. Oh, wir haben Cedric Labyrinthaufgabe. Oh, wir können. Schüler in Gefahr. Wir haben immer noch kein Fleisch. Drüben. Kann ich das kaputt machen? Gut, dann so müssen wir uns ja mal durch. Oh Gott, wir müssen die Fliege opfern. Tschüss, Fliege. Das wäre so gut. Ach, das ist ein Spinnennetz. Okay. Das nenne ich mal aggressive Spinne. Wir sehen zu uns essen. Ich glaube ja. Finde ich nicht in Ordnung. Also wir brauchen die Spinne, damit die Things hier wegläuft. Oder kaputt geht. Muss weg. Nennt jetzt einfach Things. Oh, da ist der Pokal. Cedric, komm jetzt. Wir haben keine Zeit. Supernova, Leute. Alter, was ist denn? Oh nein. Wir wissen, was er tut. Er hat einen Schnuller? Hat das Baby da reingeschmissen? Ich kann mich nicht erinnern, dass im Film mein Baby reingeschmissen wurde. Ich renne halt auch voll in die Arme von den Dementoren, also Todessern. Ich hab so jetzt im Film. Ich renne halt voll in die Arme von den Todessern. Nein, auf da. Du gibst ihm eine Bauanleitung, wie er sein so wieder reparieren kann? Ich glaube, es geht los.
Stimmt ja immer noch Lego Flucht der Karibik. Pirates of the Caribbean. Fällt mir gerade ein, jetzt wo ich das Schiff gesehen habe, wie es abgetaucht ist. Also ihr habt viel zu überlegen. Na, 32,4%. Immerhin. Mal gucken, ob wir das toppen können. In den Jahren 5 bis 7. Ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder, im nächsten Schuljahr. Und vielleicht läuft es dann besser als jetzt. Bis dahin. Ciao.